Diese Geschichte beginnt im Jahre 1847 mit der Eröffnung der Bahnlinie von Zürich nach Baden. Eine der Lokomotiven war die D13 mit dem Namen Limmat. Hergestellt wurde sie von der Firma Kessler in Karlsruhe. 1866 erfuhr sie einen kompletten Umbau in eine zweizweigekuppelte Tenderlokomotive und wurde schließlich 1882 ausrangiert. Die gezeichnete Dampflok existiert noch heute. Sie ist ein Nachbau aus dem Jahre 1947 und befindet sich fahrbereit im Bahnpark Brugg. Für die damals zweijährigen SBB baute die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM ab 1904 insgesamt 109 A35. Diese Maschine ist total 107 Tonnen schwer. Das Vierzylindertriebwerk kann einen 400 Tonnen schweren Zug auf ebener Strecke mit 90 km/h ziehen. 1964 wurde die Lok außer Betrieb gestellt. Nach umfangreichen Revisionsarbeiten ist die A35705 betriebsbereit in Brugg stationiert. Die Gotthardbahn beschaffte 1908 8 Maschinen der A35900er Serie. 4 Stück lieferte Maffei in München, 4 die SLM. Die Vierzylinder leisteten 1660 PS und konnten mit 10 Tonnen Zugkraft eine Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h erreichen. Nach der Inbetriebnahme der elektrischen Lokomotiven sind diese 8 Prunkstücke ausrangiert und abgebrochen worden. Es war wiederum die Gotthardbahn, die stärkere Maschinen benötigte. Ab 1913 wurden 30 C56 bei SLM gebaut. Das Vierzylindertriebwerk leistet mit 1350 PS 14,5 Tonnen Zugkraft. Totalgewicht 128 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 65 km/h. Die C56 ist die größte Dampflok der SBB. 3 Stück sind erhalten geblieben, 2 davon betriebsbereit. In den Jahren 1905 bis 16 beschafften die SBB 69 B34 Lokomotiven für den Personenverkehr im Flachland. Mit der Zweizylindermaschine konnten sie Lasten bis 1000 Tonnen ziehen und bis 75 km/h schnell sein. Die gezeichnete Lokomotive wurde 1964 mit einem Kilometerstand von 1,3 Millionen ausrangiert. Sie ist heute noch fahrbereit. Ebenfalls bis 1916 wurden 34 EB35 beschafft. Im leichten Personen- und Güterverkehr eingesetzt, konnten sie vor- und rückwärts 75 km schnell fahren. Damit für die Rückwärtsfahrt die Instrumente nicht doppelt eingebaut werden mussten, konnten sie in einem Spiegel überwacht werden, was wohl etwas Übung erforderte. Wie fast alle Dampflokomotiven der SBB sind auch 2 Stück EB35 in Brugg zu sehen. Dieses Einzelstück erblickte 1902 in der Maschinenfabrik Esslingen das Licht der Welt. Für die Nordostbahn gebaut, gelangte es schon bei der Ablieferung zu den eben entstandenen SBB. Wegen zahlreichen Reparaturen wurde es an die Uerich- und Baumabahn weiterverkauft. Diese Bahnlinie stellte 1948 den Betrieb ein und der CZM 1231 tauchte wieder bei den SBB auf. Er ist in Zürich stationiert und betriebsbereit. Die CE681 ist ein Einzelstück. Nach dem Bau bei SLM und BBC begannen 1919 die Probefahrten. Mit dieser Maschine sollten Erfahrungen für den Bau von schweren Güterzugslokomotiven gesammelt werden. Während dem Bau stellte sich heraus,
dass die Lok für die vorgesehenen 6 Achsen zu schwer wurde. An beiden Enden mussten darum Laufachsen eingebaut werden. Die CE681 hat bis heute überlebt und ist in Erstfeld eingestellt. Noch während den Probefahrten mit der CE681 begann der Bau der CE682-Maschinen. Die Gotthardbahn war dringend auf starke Lokomotiven angewiesen. 33 Stück wurden von SLM und der Maschinenfabrik Oerlikon, MFO, gebaut. In beide Drehgestelle sind je 2 Motoren eingebaut. Über Ritzel werden die Mitnehmerscheibe und die Triebstangen angetrieben. Im aufgesetzten Mittelteil befinden sich 2 Führerstände und der Trafo. Die CE682 ist sehr gelenkig und auch wegen der langen Vorbauten ist sie weltweit unter dem Namen Krokodil bekannt. Gleichzeitig mit der CE68 erschien die BE46 als Schnellzuglok. 40 Stück wurden von SLM und Braun Boveri, BBC, zwischen 1919 und 1922 abgeliefert. Auch die BE46 ist eine Drehgestelllok. Im Gegensatz zur CE68 kann die BE46 den Bahnstrom nicht an die Fahrleitung zurückgeben. Diese Energie wird mit den Bremswiderständen über den beiden Dachenden verheizt. Die braune Maschine ist in Winterthur zu Hause und betriebsbereit. Der Anstieg des Güterverkehrs machte die weitere Anschaffung von Lokomotiven notwendig. Die SBB entschieden, noch einmal 9 Maschinen vom Typ CE68 zu kaufen. Statt des aufwendigen Triebwerkes mit der Blindwelle kam der Winterthur-Schrägstangenantrieb von SLM zur Anwendung. Diese Zeichnung zeigt das Aussehen bei der Ablieferung 1927. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 75 km/h und der Stundenleistung von 2600 PS erhielt sie die Bezeichnung BE683. Von diesen Maschinen sind noch 3 Stück fahrbereit. Weil die bis jetzt auf den Bergstrecken eingesetzten Maschinen im Flachland zu langsam waren, mussten schnellere Typen beschafft werden. Damit die geeigneten Antriebe entwickelt werden konnten, waren Versuchslokomotiven notwendig. Eine von ihnen ist die AE48. Zwischen den beiden Maschinenteilen befindet sich auf einem separaten Fahrgestell der Trafo. In der linken Hälfte befindet sich der Chance-Antrieb. Rechts der später verwendete Buchli-Antrieb von BBC. Diese Lok war bis 1964 in Betrieb. Nach dem Abbruch ist von ihr leider nichts mehr übrig geblieben. Zwischen 1920 bis 1929 übernahmen die SBB total 114 AE361, die mit dem Buchli-Antrieb bis 110 km pro Stunde schnell sind. Der Buchli-Antrieb befindet sich auf der linken Lokseite. Zum Gewichtsausgleich sind in der rechten Seite die elektrischen Apparate eingebaut. Hier sind auch die 1,60 m großen Speichenräder zu sehen. In den 1930er Jahren wechselte der Anstrich von braun auf grün und an den Lokomotiven wurden verschiedene Änderungen vorgenommen. Bis zum Sommer 1970 war noch die ganze Serie in Betrieb. Aber zwischen 1975 bis 1994 wurden alle ausrangiert.
Beim Verein Mikado Bruck wird gegenwärtig ein Stück aufgearbeitet. Mit der AE 362 gelangten 1923 überraschend noch einmal 60 Lokomotiven mit Stangenantrieb in den Verkehr. Allerdings konnten mit zwei Motoren drei Achsen angetrieben werden, die durch die Kuppelstangen am Schleudern gehindert wurden. Sie waren mit 1660 PS 100 km schnell. Die gezeichnete AE 362 10439 ist erhalten geblieben. Ebenfalls 1923 gelangten sechs Maschinen mit einem für Schweizer Verhältnisse unbekannten Antrieb auf die Gleise. Die BE 47 wurden mit dem amerikanischen Westinghouse-Antrieb ausgerüstet. Die Kraftübertragung erfolgt bei jeder Achse über eine Hohlwelle und Schraubenfedern in den Rädern. Die Lok ist 110 Tonnen schwer und 2400 PS können sie auf 80 km/h beschleunigen. 1976 wurden sie ausrangiert. Eine ist als historische Lokomotive erhalten geblieben. Von 1922 bis 1925 bauten SLM in Winterthur und Secheron in Genf 26 AE 363 für den Personenverkehr im Flachland. Die 81 Tonnen schweren und 90 km/h schnellen Maschinen sind mit dem Westinghouse-Antrieb ausgerüstet. Die letzten Betriebsjahre für einige AE 363 spielten sich im Dunkeln ab. Sie wurden für Autozüge durch den Gotthard- und Simplon-Tunnel eingesetzt. Die Nummer 10217 erhält als historische Lokomotive hin und wieder etwas Auslauf. Die Idee, die Lokomotive auch als Transportwagen zu verwenden, wurde bei kleinen Nebenbahnen schon lange umgesetzt. Die SBB fügten zwischen 1923 bis 1927 24 Gepäcktriebwagen in ihren Rollmaterialbestand ein. Zwei Stück von ihnen bildeten je einen Pendelzug mit Personen- und Steuerwagen für den Personenverkehr von Basel und Zürich. Die 44-Triebwagen sind für zahlreiche Versuche für neue Antriebe, automatische Kupplungen und die Umrichtertechnik verwendet worden. Der DE44 1679 ist betriebsfähig. Mit den 127 AE47 gelang den Schweizer Lokomotivfabriken von 1927 bis 1937 ein großer Wurf. Wiederum kam der Buchle-Antrieb zur Anwendung. Vier Motoren leisten zusammen 2440 kW. Oder 3320 PS. Mit dem Reibungsgewicht von ca. 80 Tonnen kann sie auf der Gotthardbahn 360 Tonnen mit 65 km/h ziehen. Ihr hauptsächliches Einsatzgebiet waren aber Schnellzugdienste im Flachland. Die hier gezeichnete AE47 10726 ist im Besitz vom Verein Mikado und fahrbereit. Der immer weiter zunehmende Güterverkehr am Gotthard forderte immer stärkere Lokomotiven. Schwere Güterzüge mussten oft mit zwei oder gar drei Maschinen über die Rampen gezogen werden. Die Idee mit den Doppellokomotiven beruhte auf der Annahme, dass pro Maschine ein Lokführer, zwei Führerstände und weitere Apparate eingespart werden können. Als Grundlage für die AE 814-118-01 diente die AE 47. Mit rund 8000 PS und 160 Tonnen Reibungsgewicht war das Problem,
der schweren Güterzüge vorerst gelöst. In Betriebssetzung der heute noch betriebsfähigen AE-814 war der 22.12.1931. Ebenfalls 1931 kam die zweite AE-814 in Betrieb. Die Nummer 11851 war aber eine neue Konstruktion. Diesmal kam zum ersten Mal der SLM-Universalantrieb zur Anwendung. Jede Achse wird mit zwei Motoren über ein in der Achsmitte montiertes Untersetzungsgetriebe angetrieben. Ursprünglich hatte die Maschine AE47 Führerstände. 1960 erlitt sie einen Kabelbrand. Anlässlich der Reparatur erhielt sie AE66 Führerstände. 1977 wurde sie ausrangiert und anschließend abgebrochen. Die dritte AE814, die Nummer 11852, ist das Prunkstück der drei Doppellokomotiven. 1939 wurde sie an der Landesausstellung in Zürich gebührend bestaunt. Mit einer Länge von 34 Metern, dem Gewicht von 235 Tonnen und mit 16 Motoren, die eine Stundenleistung von 11.100 PS brachten, war sie schon einmalig. Wiederum wurde der Universalantrieb mit den zwei Motoren pro Achse eingebaut. Es zeigte sich aber, dass die Zugkraft von maximum 50 Tonnen den Wagenkupplungen schlecht bekam. Bei schweren Anfahrten an den Gotthardrampen gab es oft einen lauten Knall, was eine Zugtrennung bedeutete. 1971 wurde die Maschine nach einem Brand stillgelegt. Heute kann sie im Verkehrshaus in Luzern besichtigt werden. Nach der Erkenntnis, dass die drei AE-814 überdimensioniert sind, gingen die Lokomotivbauer über die Bücher. Das Ergebnis waren die 12 AE-46 von 1944 bis 1946. Im Grunde war jede AE-46 eine halbe 814. Durch den Einbau von viel Aluminium konnte die mittlere Laufachse weggelassen werden. Die Maschinen wurden wiederum mit dem Universalantrieb ausgerüstet. Zusammen mit den Motorventilatoren verursachten die gerade verzahnten Getriebe einen enormen Lärm und die AE-46 waren von Weitem an ihrem Heulen zu hören. Bis 1985 wurden alle abgebrochen. Es ist keine übrig geblieben. '47 bis '48 erschienen die RE441. Insgesamt 50 Stück wurden in zwei Serien gebaut. Die RE441 ist mit 125 km/h die erste schnell laufende Drehgestelllokomotive ohne Laufachsen der Welt. Die Maschinen wurden im Schnellzugverkehr zwischen Zürich und Genf eingesetzt. Gegen Ende ihrer Betriebszeit zogen sie auch leichte Güterzüge. 1997 war der letzte Einsatz bei den SBB. Ohne Hilfsfahrzeuge funktioniert der Bahnbetrieb nicht. Stellvertretend sei hier der TM2 aus dem Jahre 1950 erwähnt. Bis 1968 produzierte die Firma Robert Abbey in Regensdorf ca. 250 Stück. Ausgerüstet mit einem Saurer-Motor und einem Viergang-Schaltgetriebe entwickeln sie eine beachtliche Zugkraft. Zwei davon sind im Bahnpark Brugg im Einsatz.
Mit der AE66 gelang der Industrie wiederum ein großer Wurf. SLM, MFO, BBC und SAAS lieferten ab 1952 120 Stück ab, die fast alle am Gotthard eingesetzt wurden. Mit einer Stundenleistung von 5.830 PS und der Zugkraft von 22,5 Tonnen waren die Traktionsprobleme auf den 26 Promille Steigungen vorerst gelöst. Es fällt auf, dass die meisten Maschinen zuerst einmal auf anspruchsvollen Berglinien eingesetzt wurden. Alle diese Rampen von ca. 26 Promille Steigung konnten während knapp einer Stunde bewältigt werden. Darum wird die Höchstleistung einer Lok mit Stundenzugkraft angegeben. Während dieser Zeit kann die Maschine die Höchstleistung abgeben, ohne sich zu überhitzen. Die AE66-114-07 ist vom Verein Mikado in Bruck wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt worden. Am 2. Juni 1957 fuhren erstmals die Trans-Europa-Express-Züge durch Europa. Zusammen mit den Niederlanden betrieben die SBB fünf Triebzüge RAM mit je drei Personenwagen und einer Dieselmaschine. Die Personenwagen baute die SIG in Neuhausen am Rheinfall, Werkspoor in Amsterdam die Lokomotiven. 17 Jahre waren diese Garnituren im Einsatz, dann lösten sie die elektrischen RAE TE2 ab. Im Herbst 1976 konnten vier Züge nach Kanada weiterverkauft werden. Ab Mai 1959 begann die Ablieferung der RBE44-Triebwagen und 1966 waren alle 82 Stück in Betrieb. Die mit einer Leistung von 2800 PS sehr zugkräftigen Fahrzeuge zogen mit 125 km/h die Städteschnellzüge zwischen St. Gallen und Genf. Der gezeichnete RBE44 war im Seetal mit seinen zahlreichen unbewachten Bahnübergängen eingesetzt. Die rote Front mit gelben Laternen sollte die Automobilisten vor seinem Herannahen warnen. Mit dem RAE TE2 lieferte die schweizerische Maschinenindustrie 1961 ihr Meisterstück ab. Der RAE konnte unter vier verschiedenen Stromsystemen fahren. Damit konnten die Züge von Italien, Schweiz, Frankreich, Deutschland bis in die Niederlande ohne beim Systemwechsel anzuhalten durchfahren. Der Zug war nur mit Erstklasseabteilen und einen Speisewagen ausgerüstet. Einer von fünf Zügen ist erhalten geblieben. Im Film Revision R3 Drehgestell TE2 wird die Revision eines Maschinenwagendrehgestelles dokumentiert. Im Zeitraum zwischen 1963 bis 1985 lieferten SLM und BBC insgesamt 303 RE442 ab. Mit dem Gewicht von 80 Tonnen und einer Stundenleistung von 4650 kW ist sie heute noch im Personen- und Güterverkehr unentbehrlich. Der Verkaufspreis betrug pro Stück 4,1 Millionen Franken. Zwischen 1965 bis 1967 wurden für den Vorortsverkehr rund um Zürich 20 RABDE 1212 beschafft. Wie die Bezeichnung 1212 aussagt, waren alle 12 Achsen mit je einem Motor angetrieben. Oft sind drei Züge gekuppelt in Vielfachsteuerung gefahren.
36 Motoren und Getriebe sorgten dann für eine heulende Geräuschkulisse. Totalgewicht 170 Tonnen, Leistung 2420 Kilowatt. Sensationell war die Geschwindigkeitsregelung. Der Zug hielt automatisch die vorgegebene Sollgeschwindigkeit ein. Anfang der 80er Jahre verschwanden die RABDE 1212 von der Bildfläche. "1970 war die Geburtsstunde für 4 RABDE 816 Triebzüge und 15 Jahre später kam das unrühmliche Ende. Nach dem Abbruch ist nichts mehr von ihnen übrig geblieben. Die Konstruktion der Wagenkasten war zu schwach und viele weitere Mängel ließen die Fahrpläne oft zur Makulatur werden. Immerhin hat die Industrie aus den Fehlern gelernt, wie der Erfolg von Stadler zeigt. Mit der RE66 gelangte wieder eine Superlokomotive auf die Gleise. Mit einem Lokgewicht von 120 Tonnen mussten 800 Tonnen mit 80 km/h über eine Steigung von 27 Promille gezogen werden können. Und diese Last musste in der Steigung angefahren und auf 80 km/h gebracht werden. Für diesen Kraftakt verfügt die RE66 über 7832 kW oder 10.600 PS. Bei schweren Güterzügen über die Gotthardlinie wird die RE66 zusammen mit einer RE442 zu einem RE1010-Paket vereinigt, welches gegen 17.000 PS entwickelt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Filmreihe «Die Gotthardbahn von Zürich HB bis Bellinzona» auf diesem Kanal. "1982 hielt die Elektronik Einzug in der Schweizer Lokomotivtechnik. Die 4 RE444 sollte mit der Stromrichtertechnik mit Anschnittsteuerung eine verbesserte Zugkraft entwickeln. Die Eisenbahner sahen das nüchterner und tauften sie wegen ihrem Aussehen Container. Weil die Elektrotechnik mit Riesenschritten voran eilte, waren sie schnell nicht mehr aktuell und die SBB verzichteten auf eine Serie. Diese 4 Einzelstücke landeten schließlich bei der Südostbahn, die sie im Voralpenexpress zwischen Luzern und St. Gallen einsetzte. Die direkte Nachfolgerin ist die RE450 der Zürcher S-Bahn. Weil sie immer als Ganzzug mit 2 Zwischenwagen und einem Steuerwagen unterwegs ist, besitzt sie nur einen Führerstand. Der Lieferumfang umfasste 135 Lokomotiven, ebenso viele Steuerwagen und 304 Zwischenwagen. Der Preis für einen Zug betrug 10.197.000 Franken. 3 Züge können gekuppelt fahren und dann arbeiten in einem 9-Wagen-Zug 3 Lokomotiven. Mit den 119 RE460 hielt 1991 der Fortschritt weiter Einzug. Diese Maschinen können 230 km/h erreichen. Mit 6100 kW oder 8300 PS gehören sie zu den leistungsstärksten vierachsigen Lokomotiven der Welt. Der Stückpreis kletterte mit 6,8 Millionen Franken ebenfalls an seine Grenzen. Immerhin konnten 20 Stück nach Finnland, 22 nach Norwegen und 2 nach Hongkong exportiert werden. In Eisenbahnkreisen erhielt sie den Namen Gola-Büchse. Die RE460 ist die letzte von SLM gebaute Lokomotive.
Im Jahre 1996 unterzeichneten die SBB den Vertrag über die Lieferung von 24 Intercity-Neigezügen ICN. Die Kastenneigung wird über elektrische Stellmotoren aktiviert. Damit der Stromabnehmer immer schön unter der Fahrleitung bleibt, wird er elektromechanisch ausgerichtet. Der Siebenwagenzug wiegt 395 Tonnen und 8 Motoren bringen den RABDE 500 mit 200 km/h vorwärts. Baufirmen dieses Zuges waren Atrans, Schindler und Fiat SIG. In der Industrie hatte sich ein tiefgreifender Wandel vollzogen, dem zuletzt die weltberühmte SLN zum Opfer fiel. Diese Zeichnungsserie schließt der RABE 511 der Firma Stadler ab. Weil das Bild im Hochformat entstand, habe ich mir erlaubt, den Zug um 2 Wagen zu kürzen, was technisch ohne weiteres möglich ist. Die 74-511er bilden den vorläufigen Abschluss der Fahrzeugbeschaffung für die S-Bahn Zürich. 8 Motoren mit zusammen 8160 PS bringen den 298 Tonnen schweren Zug in kurzer Zeit auf 160 km/h. Im Jahre 2005 vermehrten sich 30 meiner Zeichnungen auf wunderbare Weise. Der Milchverarbeiter Emmi bei Luzern verwendete sie als Verschlusskappen für Kaffeerahmkapseln. 40 Millionen Stück wurden hergestellt, also jedes Bild 1.333.333 Mal. Ich vermute, dass noch Zehntausende davon in verschiedenen Sammlungen vorhanden sind. Emmy hat mir einige Alufolien überlassen.